Yassou, Kyrios Kikiri, und herzlich willkommen zu Elektra von Hugo von Hoffmannsthal. Es ist im Prinzip die gleiche Story, wie Aeschylus sie in seiner Orestie beschreibt. Aber es stehen eben nicht die Typen, sondern die Girls des Hauses Agamemnon im Mittelpunkt, nämlich Elektra. Nein, sie hat keine Superkräfte und auch nichts mit Daredevil zu tun, sondern sie ist die Tochter von Agamemnon und Klytämnestra. Agamemnon war der König von Mykene und Bruder von Menelaos, dem König von Sparta, dem die Ehefrau Helena entführt wurde, weshalb der 10 Jahre nervende Trojanische Krieg stattfand. Im Gegensatz zu vielen anderen kommt jetzt Agamemnon aus dem Krieg nach Hause und wird dann von seiner Frau und deren Liebhaber Aegist mit diesem Mordwerkzeug heimtückisch im Bad ermordet. Ah, wieso heimtückisch? Der hat meine Tochter Iphigenia auf dem Gewissen, ja? Der hat die geopfert, nur um noch schneller in diesen Scheißkrieg zu kommen. Der hat nichts anderes verdient. Was die gute Klyti nicht weiß, Iphigenia hat die Opferung zufällig überlebt und quält seitdem in Form eines Goethe-Stücks unschuldige Schüler. Aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls hat Elektra außer Iphigenie noch 2 andere Geschwister, nämlich Chrysothemis, das ist eigentlich eine ganz nette, und den kleinen Geschwisterrest, das Nesthäkchen Orest. Der ist nach Papis Tod zu seiner eigenen Sicherheit in Phokis in Mittelgriechenland aufgewachsen. Und natürlich gibt es noch ein paar Untergebene, mit denen es auch losgeht. Es ist nämlich Samstagabend, kurz nach der Sportschau, und die Dienerinnen des Hauses lästern beim Wasserholen, was das Zeug hält. Body Elektra, die ist voll asozial und post immer mit ihrem toten Papa. Und sieht aus wie Oscar aus der Hartz-IV-Tonne. Ich meine, die ist Prinzessin. Dass die Königin überhaupt so einen Schandfleck zulässt. Aber die 5. Dienerin sagt, ich finde die voll cool. Der Abschaum seid ihr. Elektra, ich bin dein Fan. Du hast mit allem recht. Aber die räumen sie ganz schnell weg. Und Elektra, muss man sagen, ist schon ein bisschen anstrengend. Ja, also sowohl wegen ihrem Trauerfimmel als auch wegen ihrer Körperhygiene. Papa, wo bist du? Es ist doch deine Todesstunde. Du erscheinst mir doch immer um diese Zeit. Immer wieder schwört sie Rache mit so ungeheuerlichen Sätzen wie Vater, dein Tag wird kommen. Von den Sternen stürzt alle Zeit herab. So wird das Blut aus 100 Kehlen stürzen auf dein Grab. Und dann machen wir eine Party. Da kommt die Chryso angerannt und sagt, Elektra, Elektra, Mama und Aegist wollen dich einsperren. Na und? Ich hab solche Angst und außerdem will ich auch mal leben und ich darf nie raus, weil du dich so scheiße benimmst. Hey, meine biologische Uhr tickt. Du willst Kinder? Na dann wünsche ich dir, dass sie dich behandeln, wie du Papa behandelst. Och, bitte geh ihr aus dem Weg heute. Sie hat schlecht geträumt. Ich habe total Lust, mit Mutti zu reden. Och, Menno! Und sie geht. Klytämnestra kommt, wie immer begleitet von ihrer Entourage von Dienerinnen und sagt, boah, ich bin so gestraft. Immer schlaflos und krank. Wieso, ihr Götter? Bist doch selber eine Göttin. Was? Und zum ersten Mal seit langer Zeit schickt sie ihre Dienerinnen weg und Mutter und Tochter reden miteinander. Und die sagt, ich träume immer so übel. Und der Aegist ist auch so unerträglich. Ich werde noch verrückt. Echt jetzt? Wen oder was, Elektra, müsste ich dagegen opfern, dass es mir so schlecht geht? Damit du nicht mehr träumst, müsste eine ziemlich stattliche Frau von ungefähr deiner Größe geopfert werden. Und wen muss ich opfern? Das machst nicht du, das macht ein Mann. Und zwar ein Fremder, aber doch vom Haus. Was? Du verarschst mich doch. Aber hier, wenn du dich benimmst, ne? So wie jetzt ungefähr, dann gibt's Freigang und du darfst heiraten. Kannst du deiner Schwester auch sagen. Und was ist mit meinem Bruder? Was? Ich habe keinen Sohn, höchstens einen, der geistig behindert ist. Das stimmt nicht, du lügst, weil du Angst hast. Ich finde das heraus, welches Opfertier ich opfern muss gegen meine schlechten Träume. Verlass dich drauf. Das bist du selber. Dich muss man opfern. Und die hat voll Angst und Elektra macht ihr noch ein bisschen mehr Angst und Klytämnestra haut ab. Da kommt die Chryso wieder. Elektra, Elektra, Orest ist tot. Da sind 2 Boten aus Phokis, die von seinem Tod berichten. Und man lässt den Aegist schon holen, der gerade in der Kneipe ist. Und die Elli so, das stimmt doch nicht. Aber wenn es doch stimmt, gut, dann Chryso, müssen wir es halt machen. Was? Am besten noch heute Nacht. Ja, aber was denn? Na, sie und ihn umbringen. Mama? Ich habe extra das Beil aufgehoben, mit dem sie Papa damals umgebracht haben. Komm, du bist doch so eine starke, jungfräuliche Superheldin im Gegensatz zu mir. Ich bin dann für den Rest des Lebens deine Dienerin. Ich kann das nicht. Dann sei verflucht. Und Elektra buddelt wie wild. Da steht plötzlich einer der beiden Fremden da, die aufgetaucht sind, um den Tod von Orest zu verkünden. Und sie so, was willst du? Ich klau nix. Ich buddle nur was aus. Bist du eine Magd? Ja, sozusagen. Ich muss gleich vom Tod von Orest berichten, der war mein Kumpel. Nein, oh komm, geh weg. Das kann dir doch egal sein. Wer bist denn du? Das kann dir doch egal sein. Wer bist denn du? Du musst zur Familie gehören. Ich bin die Familie, ich bin Elektra. Nee. Doch, nee, Elektra ist 10 Jahre jünger als du und total sanft und hübsch. Echt jetzt? Haben sie dich geschlagen? Haben sie dich misshandelt? Wer bist du? Orest lebt, genau wie ich.
Ja, psst, sei doch leise, Mann. Und du? Ach Mann, erkennt mich meine Schwester nicht? Was denn? Orest? Oh Gott, ich flippe aus. Oh Mann, und ich bin nur noch die Ruine von Elektra. Du zitterst ja. Naja, aber nur, weil ich jetzt gleich die Tat tun muss. Du wirst die Tat tun. Oh Gott, du hast so gut. Da kommt der Kumpel von Orest, der ihn begleitet hat, und sagt, sei doch leise, Mann, die hören das doch. Und die so, nein, ich muss jubeln, weil du die Tat tust. Hass, Liebe, Denken, alles nix. Nur Taten sind wahr. Lass dir raten, tue Taten. Und die so, komm. Und sie gehen ins Haus. Elektra ist völlig aufgeregt und sagt plötzlich, nein, oh Gott, ich habe ihm das Beil nicht gegeben und die Kettensäge auch nicht. Und plötzlich, ah, ein spitzer Schrei und es war Clytemnestra. Yes! Elektra versperrt den Dienerinnen den Eingang und auch Chrysothemis lässt sie nicht rein. Aber dann kommt Aegist, den man ja aus der Kneipe gerufen hatte, und sagt, was ist hier los? Wo sind die Todesboten mit der guten Nachricht? Und Elektra so, bitte einmal hier durch. Wieso bist du plötzlich so nett zu mir? Weil ich einfach Vernunft angenommen habe und du doch der starke Mann bist. Da reden wir später nochmal drüber. Er geht rein, tappt auch in die Falle, wack, wird geschlachtet und Elektra so, yes. Chrysothemis kommt angelaufen und sagt, die haben sie umgebracht, die haben sie, komm, wir gehen feiern, die untreuen Diener sind auch alle tot. Und sie so, nein, ich muss schweigen und tanzen. Und sie schweigt und tanzt noch ein bisschen vor sich hin, aber offensichtlich hat sie sich so aufgeregt und außerdem ist ja ihr Lebensinhalt weggebrochen, sodass sie tot zusammenbricht. Jetzt könnte man sagen, ist ja ganz hübsch, so eine Horrorstory mit weiblichem Hauptmonster, aber die Tatsache, dass Elektra ein bisschen asozial ist, ist wirklich nicht das Hauptthema des Stückes, sondern der Umgang mit Erinnerung. Die diktatorisch verordnete Verdrängung des Verbrechens schafft das Tätermonster Clytemnestra und das Opfermonster Elektra und auch Chrysothemis wird ihres Lebens nicht mehr so recht froh. Ein Fazit könnte also lauten, um gesund weiterzuleben, müssen wir uns der Vergangenheit, auch der verbrecherischen und übrigens auch als Staat, immer wieder stellen. Und das, liebe Gemeinde, war Elektra von Hugo von Hofmannsthal. Vielen Dank.